Welche der folgenden Gleichheiten ist in der nebenstehenden Zeichnung zwangsläufig wahr? Eine dieser fünf. Und es geht jeweils um diesen Winkel EDF, diesen roten Winkel. Schauen wir zuerst im Dreieck BCE. In diesem Dreieck ist die Summe der Innenwinkel 180 Grad. Also muss dieser Winkel BED 180 Grad minus Winkel bei B minus Winkel bei C sein. Also so. Im Dreieck AED bestimmen wir jetzt diesen Winkel AED. Dieser Winkel, das muss 180 Grad minus diesen Magenta-Winkel sein. Also ist dieser grüne Winkel 180 Grad minus diesen Winkel. Steht da. Das rechnen wir aus und finden B plus C. In dem Dreieck AED ist die Summe der Innenwinkel ebenfalls 180 Grad. Daraus können wir diesen Winkel ADE bestimmen. Dieser Winkel ADE, das ist dasselbe wie 180 Grad minus diesen grünen Winkel minus diesen grauen Winkel. Also so. Und das macht 180 Grad minus Winkel bei A minus Winkel bei B minus Winkel bei C. Der rote Winkel, den wir eigentlich beschreiben möchten, das ist dasselbe wie 180 Grad minus diesen blauen Winkel. Also der rote Winkel EDF, das ist 180 Grad minus diesen Winkel. Und diese Rechnung ergibt A plus B plus C. Was also bedeutet, dieser rote Winkel EDF ist zwangsläufig dasselbe wie A plus B plus C. Also ist Antwort E die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.